lo echo. Ganz ehrlich, nicht einmal mein eigenes Echo ist mehr da. Und ja, ich weiß, ich bin selber schuld daran. Und ich glaube, ihr wisst auch mittlerweile, dass dieses Setup normalerweise kein gutes Zeichen ist. Während wir das erste und auch zugleich vorher letzte Mal, als ich dieses Setup für den Anfang des Sammlungsupdates gewählt habe, mehr oder weniger um den Niedergang des Blu-ray-Formats herum philosophiert haben, geht's heute um etwas anderes, das mir persönlich ehrlich gesagt noch etwas wichtiger ist, nämlich um den prophezeiten Niedergang von Playzocker Reviews, den ich vergangene Woche ein bisschen dadurch zu spüren bekommen habe, dass unsere Community um gleich 30 Leute geschrumpft ist. Und die Frage ist natürlich, wer ist schuld daran? Und diese Frage ist wirklich sehr, sehr schwer zu beantworten. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das Ganze irgendwie zeigen oder machen könnte, aber es könnte unter Umständen möglich sein, dass euch in der vergangenen Woche eine Videoflut überrollt hat von einem Sujet, das ich auf meinem Kanal bringen wollte, nämlich von einem Trophy Guide zu dem PlayStation 4 Spiel Funk of Titans, das aus 45 Levels besteht und wo es bei jedem Level verschiedene Sachen zu finden und zu entdecken gibt, wo das bei einigen Levels wahrscheinlich relativ einfach ist, bei anderen allerdings wiederum nicht. Und deswegen dachte ich mir als jemand, der bereits zu einigen Spielen auf seinem Kanal Trophy Guides gemacht hat, es wäre doch relativ cool, zu jedem Level von dem Spiel einen Guide anzubieten, um den Leuten genau zu zeigen, wie man von A nach B kommt. Dass es natürlich bei einem Trophy Guide keinen Sinn macht, diese ganzen Videos denn in ein einziges Video hineinzustopfen, ist absolut logisch, weil jemand, der zum Beispiel bei Level 211 nicht weiterkommt, der klickt sich sicher nicht durch ein 2 Stunden langes Video und sucht das Level 211, sondern der gibt dann auf YouTube ein, suche Lösung Level 211. Und genau das wollte ich dann im Fall auch bieten können, habe allerdings absolut vergessen, dass natürlich jedes einzelne Video, das ich auf meinem Kanal hochlade und das ich euch zur Verfügung stelle, dann auch in eurer Abo-Box auftaucht und dass es euch womöglich nicht allzu sehr freut, wenn da fast 50 Videos von mir auftauchen, die in den meisten Fällen noch dazu unkommentiert sind. Dankenswerterweise hat mir ein Zuschauer auf diese Videos geantwortet, wie das einige andere größere YouTube-Kanäle machen, und das ist dann auch gleich ein System, das ich in Zukunft übernehmen möchte. Ich habe nämlich nicht gewusst, dass es eine Funktion gibt, ein Video auf meinem Kanal hochzuladen, ohne euch dabei zu benachrichtigen. Das kann man mir, finde ich, auch gar nicht einmal übel nehmen, weil diese Funktion, dieser Haken, den man einfach nur entfernen muss, ist nicht direkt auf der ersten Upload-Seite, sondern irgendwo versteckt auf der dritten Seite, mehr oder weniger bei den erweiterten Einstellungen, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass auch von euch noch niemand ansatzweise hingeschaut hat, was er dort noch einstellen kann. Also weiß ich jetzt für die Zukunft, sollte es tatsächlich für einen Trophy Guide notwendig sein, so wie bei Funk of Titans quasi einen Leitfaden und 40, 50 einzelne kleine, vor allem unkommentierte Videos zu bringen, dann werde ich euch darüber benachrichtigen, quasi, dass es den Guide gibt und euch den Leitfaden und die Playlist zeigen, aber eben nicht mehr jedes einzelne Video. Ausgenommen sind davon allerdings, sage ich gleich und ganz ehrlich, die Trophy Guides, die ich so wie beispielsweise damals bei Uncharted 4 wirklich 1:1 selbst gestalte, wo jedes Video geschnitten, bearbeitet und kommentiert ist und wo vor allem an einem Tag nicht mehr als, sage ich jetzt einmal Pi mal Daumen, 10 Videos kommen. Da erwartet euch auf jeden Fall in der nächsten Zeit ein Trophy Guide zu Resident Evil 6, wo ich allerdings, glaube ich, nur zu 8 Trophies oder so überhaupt einen Guide machen werde. Also Trophy Guides bleiben definitiv ein fixer Bestandteil von meinem Kanal. Games bleiben definitiv ein fixer Bestandteil von meinem Kanal. Und nein, auch das wurde ich gefragt, ich möchte einfach keine 2 Kanäle haben. Es hatte damals schon einen großen Grund, warum ich mit meinen Livestreams auf YouTube geblieben bin und nicht auf Twitch gegangen bin, wo die meisten Livestreamer unterwegs sind. Das liegt einfach nur daran, dass ich persönlich der Meinung bin, ich möchte nicht 2 verschiedene Kanäle mit 2 verschiedenen Communities verwalten möchten, da es mir persönlich einfach wichtig ist, alle Inhalte, die ich anbiete, an einer Stelle zu haben, wo man auch wirklich, egal was man sucht, das ich mache, auf einen Kanal
kommt. Und da ist dieser Kanal, finde ich, heuer wirklich hervorragend gewachsen, auch durch das Sammelsurium, das eigentlich wirklich nur den Zweck hat, dass egal, ob man jetzt auf der YouTube-Suche oder auf der Kanalsuche einen Titel bzw. Begriff eingibt, zu den einzelnen VÖs kommt, würde ich jetzt beispielsweise auf das Sammlungsupdate, das hier links von mir steht, schauen. Früher hätte man unmöglich herausfinden können, dass in diesem Video eine Vorstellung der Blues Brothers Box von Turbine zu erwarten ist. Jetzt kommt dieses Video einfach extra und jeder, der entweder bei mir auf dem Kanal nach Blues Brothers sucht oder eben bei YouTube, sofern das Einzelvideo entsprechende Klicks hat, findet dann auch dieses Video. Und das war der Gedanke dahinter. Allerdings kann ich sagen, es sind nicht mehr wahnsinnig viele Sammelsuriums in meinem Archiv und ich schätze mal, in 2, spätestens 3 Wochen kommen dann wesentlich weniger Sammelsuriums und dann auch nur mehr von den aktuellen Updates beziehungsweise ab 2017 dann auch von meinen kommenden Sammlungs-Overviews. Dazu dann allerdings später mehr. Ich hoffe, dass ich euch jetzt in den vergangenen 6 Minuten relativ ausführlich und auch verständlich zugelabert habe darüber, was es mit diesem Trophy Guide bzw. dem, könnte man sagen, der Massenflucht an Abonnenten zu tun hatte. Würde mich natürlich freuen, dass wenn ihr da dazugehört habt, die verständlicherweise relativ grantig auf diesen riesen Guide reagiert haben, vielleicht das Abo wieder reinstated und wisst das genauso wie damals, wo sich einige bei mir beschwert haben, als ich die Massen an Trailern und Filmclips hochgeladen habe, mir wirklich nichts Böses dabei gedacht habe und dass es vielleicht in Zukunft wieder einmal vorkommen kann, dass ich irgendetwas poste oder irgendwelche Massen poste, die euch jetzt weder interessieren und euch vielleicht sogar ärgern und stören, dass es in dem Fall aber auch wirklich reicht, mir eine Nachricht zu schreiben und mich zu fragen, du, oder was war da los? Weil wenn das in entsprechender Menge kommt, dann kenne ich mich ja auch wiederum aus. Böse gemeint war es auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, dass ich vielleicht tatsächlich mit dem Guide auch den ein oder anderen auf dem Weg zur Platin Trophy helfen konnte. Damit allerdings, finde ich, haben wir genug gesprochen über den Trophy Guide von letzter Woche und wenden uns jetzt einfach einmal dem Sammlungsupdate zu und dazu schalte ich wieder in die bekannte Einstellung. Und das heutige Sammlungsupdate ist gleich in zweierlei Hinsicht etwas absolut Besonderes. Einerseits war das Intro diesmal wahrscheinlich etwas länger als gewohnt und andererseits ist das reine Sammlungsupdate diesmal wesentlich kürzer als gewohnt. Ihr seht vor euch 3 Mediabooks von Wicked Vision, 2 Titel von Anolis, 2 Deadpool Comics beziehungsweise die großartige Turbine-Box von den Blues Brothers. Und eines möchte ich gleich am Anfang abarbeiten, unter Anführungszeichen, und zwar sind das die 5 Titel, die hier auf der rechten Seite stehen. Dabei handelt es sich nämlich, wie einige von euch wahrscheinlich schon vermutet haben, um Rezensionsmuster, die mir für meinen DVD- bzw. Blu-ray-Check entweder von Anolis bzw. von Wicked Vision direkt zur Verfügung gestellt wurden und die jetzt dann in den nächsten Tagen auch als einzelne Blu-ray-Check Videos hier auf dem Kanal erscheinen. Wer sich also für einen dieser 5 Titel oder im Best Case natürlich für mehrere dieser 5 Titel interessiert, der sollte im Laufe der kommenden Woche öfter hier auf dem Kanal vorbeischauen, da ich plane, jeden einzelnen Tag einen von diesen Blu-ray- bzw. DVD-Checks zu veröffentlichen und euch in diesen einzelnen Videos wirklich alles Wissenswerte rund um die Filme bzw. rund um die Veröffentlichungen zu sagen. Ich muss womöglich schon ein klein wenig spoilern, ich habe mir alle Filme bereits angeschaut und weiß, dass es vor allem zu dem Titel, dem wahnsinnigen Titel Sexualterror der entfesselten Vampire, so einiges zu wissen und zu erzählen gibt. Da freue ich mich dann schon ganz, ganz besonders darauf, wenn ich meine Recherchen abgeschlossen habe, was ich leider noch immer nicht geschafft habe, beziehungsweise dann dazu komme, euch das Ganze im Video in geskripteter bzw. geordneter Form zu präsentieren. Dann, bevor wir jetzt wirklich zum abschließenden Highlight dieses Sammlungsupdates kommen, was ein Satz ist, den ich ehrlich gesagt, glaube ich, nach 2 Minuten von reiner Update-Zeit noch nie gesagt habe, werfen wir einmal einen kurzen Blick auf
Deadpool. Und da, übrigens, klitzekleiner Hinweis, ich habe es auf meiner Facebook-Seite bereits gepostet, aber eine weitere Besonderheit von Sexualterror der entfesselten Vampire ist eine Einstellung, wo ein Blutbild an einer Wand gezeigt wird und ich mir eigentlich relativ sicher bin, dass Jean Rollin mit dieser Aufnahme das Logo von Deadpool bzw. seine Maske erfunden hat, aber das nur als kleiner Hinweis am Rande. Wir haben einerseits vergangene Woche die dritte Trade-Paperback-Ausgabe von Deadpools neuer Comic-Reihe The World's Greatest bekommen, diesmal mit dem Titel Deadpool vs. Sabretooth und außerdem dabei den Ausgaben 8 bis 15 aus eben der aktuell laufenden 2015er Deadpool-Reihe. Da haben wir eben die Nummer 1, die wir schon vor einiger Zeit auf dem Kanal gesehen haben, beziehungsweise da die Nummer 2, die wahrscheinlich der seltsamste Comic war, den ich jemals vorgestellt habe, da sie doch zu einem großen Teil aus Deadpools 3.1 besteht, einem spanischen Deadpool-Comic, geschrieben von Leuten, die kein Wort Spanisch sprechen, was, finde ich, ein Konzept ist, das man einfach in der Form nur bei Deadpool machen kann. Außerdem habe ich bekommen die, und jetzt wird seltsam, Ausgabe 0 von Deadpool and the Mercs for Money. Und ich habe mich in der letzten Woche wirklich kaputt recherchiert im Internet. Vielleicht hat jemand von euch ansatzweise eine Ahnung und kann mir das in den Kommentaren erklären. Vielleicht handelt es sich auch nur um einen Fehler seitens Marvel bzw. Amazon und das Ganze wird noch aufgeklärt. Aber ich bin derzeit wirklich, wirklich verwirrt, denn in dieser Ausgabe 0 von Deadpool and the Mercs for Money sind enthalten Deadpool and the Mercs for Money Number 1 through 5 und dann außerdem noch Deadpool Massacre, der ja ebenfalls bereits vor einiger Zeit erfunden wurde, nämlich in 3.1. Aber jetzt erscheint dann im Februar 2017 von Deadpool and the Mercs for Money eine Nummer 1 im Trade Paperback, die ebenfalls laut Amazon-Beschreibung Deadpool and the Mercs for Money Nummer 1 bis 5 enthält. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das jetzt bedeutet, dass die Nummer 0 und die Nummer 1 von einer Serie exakt dieselben Comichefte enthält, was, muss man doch sagen, grenzdebil wäre, oder ob es sich um eine zweite Serie, die mehr oder weniger einfach den exakt selben Titel trägt, was ebenfalls relativ grenzdebil wäre. Ich habe original keine Ahnung, vor allem weil diese Nummern 1 bis 5 die einzigen sind, die ich in sämtlichen Deadpool-Wikipedien finden habe können. Also was es da mit der Nummer 1 auf sich hat, weiß ich nicht. Es kommt ja jetzt in Kürze eine weitere Nummer 0 von Deadpool and Spider-Man raus, wo eben in der Nummer 0 die bisher bereits veröffentlichten Comics drinnen sind. Also quasi, Deadpool and Spider-Man ist eine neue ongoing Series, die eben in einigen Trade Paperbacks dann wieder veröffentlicht wird. Und alles, was mehr oder weniger Backstory für diese Reihe ist, hat man dann noch extra in die Nummer 0 zusammengefasst, was aber Comics sind aus anderen Reihen, die bereits vor Jahren veröffentlicht wurden. Und das ist aber da auch nicht so, weil eben diese Mercs for Money Comics absolut neu sind und erst vor kurzem veröffentlicht wurden. Also falls irgendjemand auch nur ansatzweise eine Ahnung hat, was es damit genau auf sich hat, das möchte ich sehr, sehr gerne wissen. Außerdem, was ich da jetzt gerade sehe, was natürlich relativ genial ist, weil ich mich beim Durchblättern gewundert habe, warum Massacre, eben der Deadpool aus Spanien, diesmal auf Englisch drinnen ist. Es handelt sich dabei selbstverständlich um eine absichtlich gemacht schlechte Übersetzung von Spanisch auf Englisch, was dann wiederum absolut perfekt zu Deadpool passt. Ich bin wirklich begeistert und freue mich dann, diese Comics in absehbarer Zeit endlich verschlingen zu können. Aber jetzt
kommen wir zu dem sicherlich coolsten Stück, das vergangene Woche bei mir gelandet ist und zu dem, wo man wieder mal sagen kann, okay, Turbine arbeitet auch im Jahr 2016 hart daran, den Titel Veröffentlichung des Jahres zu sich nach Hause zu holen. Nämlich hat das Label eine riesige Extended Deluxe Edition von den Blues Brothers veröffentlicht. Das Cover erinnert mich ein bisschen an die Real Heroes Collection, die Universal zum Beispiel in Amerika als Blu-ray Steelbook veröffentlicht hat. Das Einzige, was mir hier beim Spine ganz besonders deutlich auffällt, ist, dass eigentlich bei bis jetzt allen anderen Turbine-Veröffentlichungen das Turbine-Logo oben zu sehen war und dass es diesmal halt unten ist. Außerdem können wir im passend zum Frontcover gestalteten Backcover einmal kurz nachlesen, was uns diese Edition bieten möchte. Und das ist wirklich unfasslich viel. Wir bekommen ein ungefähr einstündiges Making-of von den Blues Brothers. Wir bekommen ein Grußwort von John Landis, etwas über die Musik. Aber wir haben insgesamt 3 Blu-rays und eine DVD dabei. Auf den Blu-rays ist einerseits enthalten die ungefähr 150 Minuten lange Langfassung von den Blues Brothers, dann die 133 Minuten lange Kinofassung, außerdem auf Blu-ray komplett enthalten das Sequel Blues Brothers 2000, nett, dass man sich das nicht einzeln kaufen muss, und ein Best of Blues Brothers gibt's dann auf der Bonus-DVD. Eine Edition, die, muss man wirklich sagen, umfangreicher eigentlich nicht sein hätte können und die noch dazu mich persönlich begeistert mit diesem absolut großartigen gezeichneten Cover-Artwork, zu dem man ja aktuell wirklich den Begriff Mondo-Stil verwenden könnte. Das Einzige, worüber ich mich ehrlich gesagt ein bisschen geärgert habe, ist, dass Turbine wie auch Koch Media bei diesem Release den FSK-Sticker hier direkt auf die Box geklebt hat und nicht etwa auf die Verpackungsfolie. Was allerdings zumindest in meinem Fall kein Problem war, das Ganze ließ sich sauber ablösen, was allerdings bei Leuten, die diese Box erst später bekommen, durchaus problematisch sein könnte. Da bin ich ehrlich gesagt wirklich mehr als nur unbegeistert davon, dass man sich dazu entschlossen hat. Wir holen jetzt einmal zu Beginn alle Inhalte von dieser Box nach draußen und wir können wahrscheinlich jetzt schon sehen, da wartet dann echt noch eine Menge auf uns. Beginnen möchte ich mit diesem Sticker, der einerseits auf der Verpackungsfolie eben draußen geklebt ist, wo wir erkennen, was in der Box eigentlich enthalten sein soll und dass diese Box auf nur 5555 Stück limitiert ist und dass es diesmal auch wie aktuell von Kimchi Film Arena und vielen anderen gewohnt eine Limitierungskarte aus Plastik dabei ist im Scheckkartenformat, wo man seine persönliche individuelle Limitierungsnummer nachlesen kann, was bei mir eigentlich eine relativ coole, relativ späte Zahl ist. Dann gibt es in dem Set ein sehr, sehr umfangreiches Booklet, das mit fast 50 Seiten aus Umfang ausgestattet ist und folgende Inhalte bietet. Die Übersicht möchte ich euch hier auf jeden Fall genau zeigen. Da geht es nämlich einerseits um den Film Blues Brothers sehr ausführlich. Es geht natürlich auch um Blues Brothers 2000 beziehungsweise um die neue Langfassung. Und wenn wir uns hier durch das Booklet durchblättern, dann finde ich, sehen wir, dass Turbine nicht nur beim Text, sondern, was mich persönlich sehr, sehr begeistert, vor allem bei der Aufbereitung und der Gestaltung dieses Booklets ganze Arbeit geleistet hat, weil ich persönlich diesen Look und wie dann auch die ganzen Setfotos und Filmbilder und so weiter eingearbeitet wurden, absolut zufrieden bin. Das Ganze hat einen einheitlichen Look, einen wirklich schönen Look, der selbstverständlich auch sehr, sehr gut zum Film passt. Das Einzige, was ich wahrscheinlich nie verstehen werde, ist, wieso, ich meine, Blues Brothers 2000 einerseits kein besonders guter Film ist, aber warum es ein Plakat gibt, wo man tatsächlich einfach die Gesichter von allen Blues Brothers dermaßen peinlich langgezogen hat, was eine Sache ist, die ich bis dato schon bei einigen
bei einigen UK-Covern gesehen habe. Ihr wisst schon, bei diesen riesig langen Sammlungsupdates, die ich gebracht habe, die ich sogar live gemacht habe, Billigsdorfer DVD-Cover, das Universal, das für ein offizielles Filmplakat von den Blues Brothers gemacht hat, finde ich ganz, ganz schlimm. Aber hier ein wirklich tolles, geniales Booklet. Weiter geht's dann hier mit einem Nummernschild aus Blech, das natürlich auch geprägt ist und das dankenswerterweise von Turbine in eine Plastikhülle eingepackt wurde, sodass das Metall nichts anderes zerkratzen oder beschädigen kann. Das gefällt mir. Dann noch einmal dabei ein Sticker, eine Visitenkarte, noch eine. Das sind wirklich absolut geil reproduzierte Sachen. Noch ein Sticker. Was ich so genial finde, es sind absolute Kleinigkeiten eigentlich, die in dieser Box dabei sind, die aber, finde ich, besser zum Film nicht passen könnten. Eine laminierter Führerschein von Elwood Blues. Dann hier eine ganze Ladung an Postkarten mit verschiedenen Motiven aus dem Film. Wahnsinn. Und natürlich zu guter Letzt, was offensichtlich auch nicht fehlen darf bei so einer großen Box von Turbine, ist dann ein Filmplakat, das wir hoffentlich noch aufkriegen. So ist es gefaltet, genau. Im, würde ich jetzt einmal blind raten, A3-Format mit einerseits einem Werbeflyer und einem Werbeplakat für einen Auftritt der Blues Brothers und hier dann natürlich auch noch einem Filmplakat. Absolut herrlich. Also was sich Turbine mit diesem Release angetan hat, das muss man wirklich sagen, sucht im Jahre 2016 seinesgleichen. Nicht nur, dass man sich hier großartige Mühe gegeben hat bei dem, was man dieser Box beilegt. Nein, man hat sich auch noch beim Film absolut, kann man sagen, die Haxen ausgerissen. Und deswegen kommen wir jetzt einmal zum Schluss zur eigentlichen Filmverpackung, einem Digipack. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich Digipacks liebe und dass sie nach wie vor trotz ihrer Seltenheit auf dem Blu-ray-Markt einfach meine persönliche Lieblingsverpackung sind, weil man, finde ich, gestaltungstechnisch mit ihnen am meisten anfangen und machen kann. Alleine die Tatsache, wie auf der einen Seite Blues Brothers steht, auf der anderen Seite sich die beiden Blues Brothers gegenüberstehen und man dann hier noch innen ein wirklich durchgehendes Design gewagt hat. Schauen wir uns einmal durch. Wir haben auf der ersten Blu-ray die Langfassung. Wir haben auf der zweiten Blu-ray die Kinofassung. Dann haben wir hier Blues Brothers 2000 und zu guter Letzt hier die DVD mit dem Best of. Darunter ein wirklich wunderbares, durchgehendes Design mit einfärbigem Hintergrund und zahlreichen Bildern aus dem Film. Was ich persönlich ebenfalls positiv anmerken möchte und wofür ich Turbine noch ganz besonders loben möchte, ist die Tatsache, dass man hier tatsächlich für 4 Discs ein Digipack verwendet hat mit 4 verschiedenen Trays und nicht so, wie es bei aktuellen Digipacks eher üblich ist, dann einfach 2 Discs immer versetzt übereinander gelagert hat. Das ist eine Sache, die mir persönlich, ehrlich gesagt, wenn auch immer sie auftritt, überhaupt nicht gefällt, weil ich es nicht wirklich mag, wenn ich dann die unten liegende Disc zum Beispiel anschauen möchte und vorher noch eine andere entfernen muss. Das ist allerdings leider etwas, das sowohl bei Digipacks als auch bei Mediabooks immer öfter passiert. So wie es Turbine bei diesem Release gemacht hat, ist es allerdings absolut perfekt
Und das, was Turbine hier geliefert hat, ist definitiv für mich einer der Kandidaten für die Top 10 der coolsten deutschen VÖs des Jahres 2016. Und damit sind wir jetzt dann auch schon am Ende angekommen von unserem heutigen Sammlungsupdate. Und wenn wir noch einmal uns ganz schnell anschauen, was uns da in diesem Video erwartet hat, dann sehen wir, dass da die vergangene Woche für mich verhältnismäßig eigentlich fast schon unspektakulär war, dass es allerdings trotzdem einige Sachen gibt, über die ich mich sehr, sehr gefreut habe. Vor allem natürlich ganz besonders die wahre Flut an Blu-ray-Check-Material, die bei mir eingetroffen ist. Sowohl an der Stelle vielen, vielen Dank an Wicked Vision und an Anolis dafür, dass ihr mich auch in der vergangenen Woche wieder mit euren aktuellen Releases versorgt habt. Danke auch an Turbine für den auf den ersten Blick großartigen Release von den Blues Brothers. Damit sind wir mit dem heutigen Sammlungsupdate auch schon wieder am Ende. Solltet ihr euch für einen der Blu-ray- oder DVD-Check-Kandidaten interessieren, im Laufe der nächsten Tage / im Laufe der nächsten Woche möchte ich auf jeden Fall all diese Videos veröffentlicht haben. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr da regelmäßig auf meinem Kanal vorbeischaut, weil nächste Woche es definitiv viel mehr neues Material als nur Sammelsurium-Clips geben wird. Es kommt am Donnerstag wie gewohnt eine neue Folge von Playzocker vs. Italophila. Es soll jeden Tag ein Blu-ray-Check erscheinen und natürlich der ein oder andere Livestream, falls ich es tatsächlich schaffen sollte, weil die nächste Woche termintechnisch sehr, sehr wild für mich ausschaut, wäre ebenfalls eine feine Sache. Jetzt hoffe ich, dass ich im Gegensatz zu meinem Versprechen in den Ferien relativ viel zu streamen auch wieder tatsächlich dazu komme. Resident Evil 6 haben wir ja in der letzten Woche gemeinsam platiniert. Würde mich natürlich auch da vorbeischauen, wenn ich wieder sprechen kann. Würde mich natürlich auch da freuen, wenn ihr vorbeischaut, quasi in meiner neu erfundenen Version von Frag den Zocki, weil ganz ehrlich, während ich zocke in den Livestreams, könnt ihr mir natürlich Fragen stellen, was auch immer ihr wissen wollt. Für mich gibt es kein Off-Topic. Ich plaudere einfach beim Spielen nebenbei munter drauf los und hoffe, dass mein Gelaber da noch ansatzweise irgendjemanden interessiert. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Kanal in der kommenden Woche. Würde mich, wie eingangs schon erwähnt, sehr, sehr freuen, wenn diejenigen, die aus Grant über die Flut an Trophy-Guide-Videos in der vergangenen Woche ihr Abo aufgekündigt haben, dieses wieder rückgängig machen, beziehungsweise sich wieder zur, muss ich schon fast sagen, Playzocker-Reviews-Familie dazugesellen. Bis dann! Schauen wir mal, wie das Ganze wird im Laufe der nächsten Woche. Egal, was euch interessiert, dass ich nächste Woche auf meinem Kanal mache, ob es jetzt die Sammelsuriums, die Blu-ray-Checks, PVI oder die Livestreams sind, allerspätestens sehen wir uns auf jeden Fall nächsten Sonntag wieder, pünktlich um 17 Uhr hier beim Sammlungsupdate auf Playzocker Reviews. Aber eines, bevor wir jetzt gehen, möchte ich unbedingt noch erwähnen, da ist ja auch heute schon ein eigenes Video dazu veröffentlicht worden auf dem Kanal, aber ich möchte es am Ende vom Sammlungsupdate auch noch einmal erwähnen, damit wir es auch wirklich auf gar keinen Fall vergessen. Nächsten Sonntag, am 18. September 2016, drehen Robert und ich zum allerersten Mal vor Publikum. Wir haben uns als Drehort die Comic- und Filmbörse in der Längenfeldgasse ausgesucht und werden da ab 12 Uhr drehen. Und zwar drehen wir für unseren Kurzfilm, für unseren Box-Kurzfilm Auer eine Pressekonferenz, bei der sowohl Robert als Auer, ich als Zockerow, unsere beiden Trainer und der Promoter anwesend sind, wo Reporter aus dem Publikum, die allerdings bereits im Vorfeld gecastet wurden, Fragen stellen und wo wir Sequenzen sowohl mit als auch ohne Publikum abdrehen. Geplant ist, dass wir ab 12 Uhr ohne Publikum drehen, dass wir dann ab 12.30 Uhr unbedingt das komplette Publikum brauchen. Möchte allerdings an der Stelle darauf hinweisen, dass bitte, bitte, nachdem es sich um den Dreh einer Pressekonferenz für einen Boxfilm handelt,
ihr im Best Case nicht mit Superman oder Captain America Cosplay im Publikum steht, weil dann müssten wir euch bitten, euch quasi die Dreharbeiten von hinter der Kamera anzuschauen. Aber wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Je mehr Leute im Publikum stehen, desto cooler ist einfach die Atmosphäre. Außerdem könnt ihr einen kleinen Einblick darin bekommen, wie wir arbeiten, wenn wir sowohl mit als auch ohne Publikum drehen. Und selbstverständlich gibt es dann im Anschluss daran aktuell geplant für 13 Uhr, kann sich natürlich bedingt durch Verzögerungen bei den Dreharbeiten ein bisschen nach hinten verschieben, das gewohnte Gewinnspiel auf der Comic- und Filmbörse, das dann wiederum ich moderieren möchte und das, wo es zahlreiche Preise zu gewinnen gibt. Welche das sind, weiß ich persönlich ehrlich gesagt noch gar nicht. Was ich euch allerdings ebenfalls bereits ankündigen kann für die kommende Comic- und Filmbörse, ist, dass Robert und ich von unserem Kurzfilm Auer einige Poster, einige Dreharbeiten-Poster mithaben, die ihr, wenn ihr wollt, auch gerne haben könnt, wahlweise mit oder ohne Autogramme von uns, je nachdem, was ihr gerne bevorzugt. Da sind wir dann auf jeden Fall nach dem Ende des Gewinnspiels noch für euch da. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Kommen. Wir freuen uns, wenn ihr uns außerhalb der Dreharbeiten vielleicht anquatscht, uns Fragen stellt und wir mit euch ein bisschen plaudern können. Wir freuen uns auf eure Teilnahme im Publikum bei der Pressekonferenz. Ich wiederhole es noch einmal, ab 12 Uhr drehen wir in der Comic- und Filmbörse der Längenfeldgasse 12 bis 15 Ernst-Mandl-Berufsschule in der Nähe der U4-Station und ich glaube auch U6-Station Längenfeldgasse in Wien am 18. September 2016 zwischen 12 und 13 Uhr wird gedreht. Das Ganze wird ein relativ stressiger, aber hoffentlich trotzdem spaßiger und unterhaltsamer Dreh. In dem Sinne, wenn ihr wollt, sehen wir uns bei den Dreharbeiten. Ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag um 17 Uhr wieder pünktlich hier um 17 Uhr beim Sammlungsupdate. Oder natürlich würde ich mich ganz besonders freuen, wenn ihr im Laufe der nächsten Woche bei PVI bzw. den 5 DVD/Blu-ray-Checks vorbeischaut. Und damit bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als euch eine wunderschöne, hoffentlich noch sonnige nächste Woche zu wünschen. Und viel Spaß beim Filmschauen oder Zocken. Ciao!